Geh mal. Was machst du mit der Steinecke? Hast dich. Wollte eigentlich die Sachen da noch abbauen. Das muss ein anderer Zwerg machen. Hier kriegt ihr Scaffolding. Das kann ich nicht abbauen. Gut. Wenn du nicht drüber klettern kannst, hau es weg. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Da war doch was. Ne? Oh, 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 das war der falsche. Nein, 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 nein. Kontrollieren. Bring mich hier vollkommen durcheinander, die Zwerge. So, erstmal F1, damit er nicht so schnell ist. Wähle Zwerg, Kontrolle übernehmen. So, jetzt zeig mal, ob hier unten noch was ist. Hier unten ist noch eine Eisentür und oder Stahltür. Tonk, tonk, tonk. Genau, das bitte auch noch mitnehmen. Kriegst du auch ein Portal hier. Also ja, es war ein schöner kleiner Raum. Fackel abfärben. Wir haben ein paar Säulengegenstände bekommen, ein paar Deko-Elemente und ein Beholder. Und ich höre irgendwie irgendwo wieder zirpen. Ich glaube hier. Aber na gut. Inzwischen müssten wir einiges an Eisen haben. Wo waren die Gleise? Hier, Gleis. Holz haben wir ganz viel. Eisen haben wir so lala viel. 27 Gleise. Was brauchten wir noch? Eine Bahnhaltestelle macht was genau? Damit die Zwerge auch an anderen Stellen aussteigen können als an den Enden der Bahnstrecke, installiere diese Haltestellen. Wir haben keine Nägel. Das sollten wir ändern. Nägel, 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 Nägel. Bahnstelle. Ein Nagel. Holz, Holz und wieder Eisen. Drei Bahnstellen. Wir brauchen noch den Wagen selber. Da brauchen wir Metallräder und für Metallräder brauchen wir wieder Eisen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir kommen nicht sehr weit mit unserem Eisen. Achso, und die Metallräder müssen erstmal hergestellt werden. Okay, und die ganzen Schienen auch. Also ich denke mal, die drei Schmieden werden jetzt durchgehen. Oh, ich habe die Welle vergessen. Wurzel, 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 Wurzel. Busch. Nicht so, mein Junge. Da kommst du nicht hoch. Mach die doofen Beholder weg. Ich glaube, die Beholder kriegen hier keinen Flammenschaden. Kann das sein? Doch, da. Wow. Hey. Das ist eine sehr interessante Taktik, Beholder loszuwerden. Ich glaube, den lasse ich mal da oben schweben. Ist hier noch einer? Da. Beholder Weitwurf. Busch. Whee. Ach ja. Die werden eh sterben, wenn es hell wird. Aber okay. Wir haben also einfach mal soeben eine Welle verpennt und keinen Schaden dadurch bekommen. Oh, ein Herd? Ich glaube, es ist ein Herd. Okay. So, zu, zu, zu. Zu, zu, zu. Zu, zu, zu. Ersetzt Kohle. So. Das weg. Dahin, dahin. So, zwei Gleise haben wir schon mal. Wo genau soll jetzt unsere Bahn langfahren? Also ich würde sagen, einmal von den Ausgängen unten bei der Schmiede nach ganz links und nach ganz rechts. Das ist unsere Hauptbahnstation. Und dann führen von hier aus Fahrstühle runter. Und das Zombie-Loch, da wollten wir auch mal ausräuchern. Busch. Busch. Und unsere Mana ist alle. Mal wenigstens sie angeschlagen. Und das arme Schaf da drin. Meh, genau. So, neues Portal hier. Hm. Meh. Das Goblindorf, ist das neu da? Haben wir auch einen Goblin-Angriff verpennt? Das wäre jetzt ein wenig peinlich. Ja, aber okay. Deko-Sachen. Wir hatten ein paar Deko-Sachen in Auftrag gegeben. Und zwar hier. Ledersessel. Schwarz-weiße Banner. Okay. Da. Da war noch mehr. Genau, die Statuen. Dahin. So, also,
Sessel dahin. Sessel dahin. Banner. Wo kommen Banner hin? Links und rechts bei dem Eingangstor. Statuen. Oh, Statuen passen vor Fackeln. Sehr gut. Sehr episch und so. Also 81% sind wir jetzt. Gucken wir mal. Jo, brennt. Immer noch 81%. Nee. Okay. 81%. 81%. Ich sehe keinen wirklichen Vorteil darin, die Deko-Sache aufzustellen. Außer es braucht sehr, sehr viel Deko, bis der den nächsten Sprung macht. Um einen Prozentpunkt. Na gut. Gute Betten. Wer hat noch ein gutes Bett da? Gutes Bett. Da hinten. 82%. Hui, hui. Bye, bye. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab, wenn ihr den Kartenrand verlasst. Ja, ist okay. Oh, ich hätte sie vielleicht doch hier schweben lassen sollen, damit sie eine Nacht sterben. Weil eventuell haben wir jetzt durchgehend eine nächste Welle. Das kommt davon, wenn man mit verbackten Kreaturen rumspielt. Ja. Die Welle ist immer noch aktiv. Und sie hätte eigentlich tot sein müssen wegen dem Sonnenlicht. Das ist jetzt sehr schade. Ich hoffe mal, dass wenn ich nachher abspeichere und dann später neu lade für die nächste Aufnahmesession, dass dann die zwei sterben und die Wellen freigeschaltet werden. Sonst wäre das jetzt... Ah, okay. Oder es geht einfach so von alleine. Sehr gut programmiert, Jungs. Sehr gut programmiert. Oder es war Zufall. Antumata! Wo auch immer du gerade schreien hinläufst. Ich hoffe, es sind nicht die Biole da oben. So, was als nächstes? So, die Sessel brauchen wir. Hier wollten die Schienen legen. Schienen, da, 20 Stück. Ich hoffe, wir können die... Nein! Die Fackeln blockieren die Schienen. Heißt, wir müssen jetzt einen zwei hohen Gang machen, damit oben die Fackeln hin können. Ja, yeah. Okay. Ist ja nicht so, dass ich das da oben gerade alles frei gemacht habe. Oder ja, voll gemacht habe mit Dreck, aber okay. So. Da bitte offen lassen. So. Da bitte eine Fackel hin. Die Fackel weg. Okay. Das Ganze hier auch noch. Ching. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Sicherheitstechnisch ist alles okay. Die Zäune haben wohl funktioniert, sie langsamer gemacht. Tesla-Türme funktionieren einwandfrei, obwohl noch ein Turm hier fehlt. Deko-Gedöns ist so lala. 81%. Warum bist du wieder auf 81% runter? Du bist ein komisches Totem. So, und Schienen werden langsam verlegt. So. Haltestellen. Gab es automatische Haltestellen am Anfang und am Ende? Ich glaube, ja. Ja, so war auch der Text. Wenn du Haltestellen haben willst, außer am Anfang und am Ende, dann benutze diese Haltestellen. Mhm. Fackel. Fackel weg. Schnecke tot. Ja. Das weg, das weg. Fackel da, Fackel da. Fackel weg, Fackel weg. Irgendwo so ein kleines schwarzes Schnatterding, was okay. Boah, boah. Das Ding da oben kann ruhig eingesammelt werden. Oh, was haben wir hier? Eisenstiefel. Boah, das wurde mal Zeit. Warte mal, haben wir noch Eisen? Wahrscheinlich nicht, nicht. Aber wir haben, wie gesagt, 43 Goldmünzen. Ich glaube, ich gehe mal shoppen. Und zwar hätten wir gerne für eine Münze 3 Eisenklumpen. Oder für eine Münze 2 Eisenbarren. Das sind sogar Stahlbarren. Und man braucht 2 Eisenklumpen, um 2 Eisenbarren zu machen. Warte mal.
Eisen, Stahl. Was? Wir haben keine Eisenbarren? Gibt's Eisenbarren? Ne, das macht gleich Stahl. Irgendwie so, genau. Zwei Stück. Okay, also zwei Eisen sind zwei Stahl. Das heißt, für ein Gold kriegen wir drei Stahl, wenn wir die Kohle mit reinrechnen. Kohle ist aber billiger als... Ich glaube, es ist günstiger, Stahl direkt zu kaufen. Wobei wir aber auch Eisen roh brauchen für recht viele Dings da. Noch irgendwas, wofür wir das Gold besser ausgeben könnten. Extravagantes Essen. Nein. Deko-Sachen können wir alle selber herstellen. Ausrüstung. Mithril. Mithrilbarren. 10 Gold. Das ist übelst teuer. Glas nicht, nö. Also ich glaube, ich gebe das Gold aus für Stahl und Roheisen. Zumal wir Kohle auch herstellen können durch Holz. Also ja, Eisen. Eisen, 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 Eisen. Reicht erstmal. Das tat weh. Aber wir finden ja Gold doch ab und an mal. Nicht so wirklich häufig, aber ab und an. Entferne Fackel, entferne Fackel. Schwarze Säule. Okay. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, da ist Eisen. So. Zu. Also wir haben Anfang von einem Schienensystem. Ich lasse dann bestimmt mit zweifacher Geschwindigkeit laufen. Genau, da ist unser Schienensystem. Ein episch langes Schienensystem. Da wird eine Schiene hin. Da eine Fackel hin. Da die Springboden. Ja, sehr schön. Da die Fackel weg. War das mit der zweiten Reihe ging schneller als gedacht? Du, da Fackel hin, da Fackel weg. Du musst weg. Genau, danke. Das da hin. Jetzt den Wagen. Ich würde mich ganz gerne mal einen Zwerg in dem Wagen fahren sehen. Sieht bestimmt cool aus. Du, da, Wagon. Wir brauchen Metallräder, wir brauchen Bretter, Nagel, 1, 2 Wägen. Der Waggon kann auf einer Bahnstelle platziert werden und erlaubt es den Zwergen, sich mit ihm schneller zu bewegen. Okay. Ist noch nicht fertig, ja? Die müssen auch erst gebaut werden. Ja, müssen gebaut werden. So. Das heißt, die machen das automatisch. Braucht denn jeder Zwerg einen eigenen Wagen oder machen die... Carpooling. Mal gucken. Erstmal schöne Strecken jetzt aufbauen. Da noch hin. Da noch hin. Und dann ist halt der Plan, zwischendurch Haltestellen zu machen. Keine Ahnung, irgendwie an jeder zweiten Fackel oder so. Und da dann Fahrstühle hinzustellen, die nach unten gehen. Frage ist halt, ob wir hier auf demselben Feld einen Fahrstuhl hinbauen können oder ob das die Schiene eben blockiert. Sonst haben wir ein Problem. Dass ich noch nicht weiß, wie es umgehen könnte. Aber erstmal gucken, wie es weit läuft. Du weg. Du weg. Du. Bleib stehen, du Zwerg. So. Das dann muss weg. Ich meinte eigentlich das Scaffolding, aber okay. So, dankeschön. Mach bitte dazu. Und erforsche ein wenig. Okay. Hoch. Das weg. Kannst du? Ja, genau, kannst du. Da oben kommst du nicht ran. Das ist kein Problem. Mach's einfach hierzu. Dazu. Nee, nicht mal die ganze... Ach. Nicht immer die Wände kaputt machen, Junge. So. Zu. So, es geht richtig flott, wenn man selber steuert. Bye, bye. Wart mal.
So, so, das abbauen, das abhacken, das abhacken. Da kommst du nicht ran. Okay, so. So. Zu, 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 zu. Zu, 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 zu. So, alles gut. Jetzt kann... Oh, Gold. Wandfell. Befreien. Dekoratives Schild. Jo. So, das alles weg. Hier eine Fackel oben, da eine Fackel oben. Du. Weg. 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 Tot. Weg. Meh. Karren ist fertig. Tada. Platziert den Karren. Jungs. Immer noch 81%. Ich sehe niemanden, der den Karren platziert. Das ist ein epischer Moment. Die schleppen das ganze Eisen von hier hinten hin. Hätte ich auch mal ein Portal machen können, ne? So. Jetzt lauern wir, dass irgendein Zwerg von hier den Karren nimmt. Du. Yay! Sehr cool. Was ist, wenn wir da jetzt noch einen Karren platzieren? Beton. Gucken wir mal, ob es Kollisionen geben kann. Die warten jetzt? Die Karren fahren automatisch zurück? Okay. Beton. Das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Schön wäre jetzt noch zu wissen, ob die auch wieder runterfahren können. Also wenn wir jetzt hier runtergraben würden und da ebenfalls Schienen liegen, dass es denn hier eine wirkliche Abzweigung gibt, wo sie einen Schalter umlegen und dann fahren sie halt runter, wenn sie runter wollen. Und ich glaube, der wird gar nicht benutzt, der hintere. Oh, doch wird er. Der fährt automatisch zurück. Oh, sehr schön. Also das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das hier kann auch alles weg. Weg, weg, weg. So, warte, mach erstmal oben zu. Dann mach das hier weg. Ein Paket. Tsching. Mit einem Hexenkessel drin. Ja, pfft. Okay. Und ich denke mal, sind wir für diese Folge auch erstmal fertig mit dem ganzen Deko-Kram hier. Also mit dem Umbauen der Fackeln und dem ersten Aufstellen der Schienen. Und dann können wir in der nächsten Folge mal gucken, wie das funktioniert. Erstmal den Abzweigung nach unten. Dann können wir das so machen oder sonst mit dem Fahrstuhl aufbauen. Und alles, was an unseren Ressourcen fehlt, kaufen wir mit Gold. Dafür ist es ja da. Oh. Kochbuch. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder.